Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor kurzem habe ich euch den ID.4 GTX vorgestellt, jetzt habe ich den sportlicheren Bruder, und zwar den neuen ID.5 GTX. Wie ist das Fahrzeug und wie es sich fährt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Doch zuerst ein großes Dankeschön an das Autohaus Hache in Blomberg, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Schaut gerne mal bei denen vorbei, erster Link in der Videobeschreibung, und folgt denen auf Instagram. Bevor es mit dem eigentlichen Video weitergeht, kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über einen kostenlosen Abo herzlich freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Unter anderem folgt mir einmal auf Instagram und auf TikTok. Dann sprechen wir mal kurz über die technischen Daten. Wie sein Bruder, der ID.4 GTX, hat der ID.5 GTX zwei Elektromotoren, einen hinten und einen vorne. Beide zusammen leisten 299 PS und 460 Newtonmeter. Die 0 auf 100 schafft der GTX in 6,3 Sekunden und die Endgeschwindigkeit ist auf 180 km/h elektronisch abgeriegelt. So, Freunde, das Fahrzeug ist erstmal am Laden, dementsprechend nutzen wir mal kurz die Zeit, über den Verbrauch zu sprechen. Der ID.5 hat eine Batteriekapazität bis zu 77 Kilowattstunden, laut NEF liegt der Durchschnittsverbrauch bei 17,1 Kilowattstunden, nach WLTP bei 18,1 Kilowattstunden. Die rein elektrische Reichweite nach WLTP liegt kombiniert bei 484 Kilometer, die rein städtische Reichweite liegt sogar bei 604 Kilometer. Über den Testverbrauch werde ich später beim Fahreindruck eingehen. Die Ladedauer auf einer AC-Ladestation mit 11 kW soll von 0 auf 100% bis zu 7 Stunden und 30 Minuten dauern. Auf einer DC-Ladestation mit 135 kW dauert die Ladung von 5 bis 80% knapp 40 Minuten. Sprechen wir mal kurz allgemein über die Preise. Der ID.5 startet in der Pro mit 47.935 Euro und leistet 174 PS. Die Pro Performance dagegen leistet 204 PS und startet preislich bei rund 49.000 Euro. Die GTX-Variante ist gegenüber der Pro Performance rund 7.500 Euro teurer, denn der ID.5 GTX startet preislich bei 56.455 Euro und ist 3.200 Euro teurer als der ID.4 GTX. Zum Vergleich schaut euch gerne meine Review über den ID.4 GTX an, oben rechts habe ich es euch verlinkt. Bevor wir über das Design sprechen, ein paar Worte über die Abmessungen. Der ID.5 GTX ist 4,60 Meter lang und 1,85 Meter breit. Der Radstand beträgt 2,77 Meter und die Höhe liegt bei 1,62 Meter. Sprechen wir mal kurz über das Design, fangen wir erstmal wie gehabt mit der Front an. Die Front ist genauso wie beim ID.4, auch hier haben wir speziell beim GTX die drei LED-Lichter und der Kühlergrill ist in Schwarz gehalten. Und hier befindet sich die Frontkamera. Was ich noch anmerken möchte, der normale ID.5 hat eine andere Frontschürze verbaut, damit man ihn vom ID.4 abgrenzen kann. Ansonsten, wie schon bereits erwähnt, hat der GTX genau die gleiche Front wie sein SUV-Bruder. Der ID.5 GTX hat serienmäßig das IQ-Light verbaut und an der Front haben wir die durchgezogenen LED-Leuchten. Ich finde, das IQ-Light ist schon eine feine Sache, denn man fährt permanent mit Fernlicht, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Von der Seite aus gesehen ist der Unterschied gegenüber den ID.4 klar zu erkennen. Ab der B-Säule fällt das Heck flacher ab. Die Optik ist zwar Geschmackssache, aber ich persönlich finde den ID.5 ein wenig schicker als den ID.4. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt es mir in den Kommentaren, welches der beiden Fahrzeuge ihr schöner findet. ID.4 oder ID.5? Eure Antwort in den Kommentaren. Unser GTX kommt in dem schönen Kings Red Metallic in Kombination mit dem schwarzen Kontrastdach. Ich finde, das ist die schönste von den 5 verschiedenen Farben, da ist das sportliche Label am besten repräsentiert. Aber das ist alles nur Geschmackssache. Schreibt es mir in den Kommentaren, welche Farbe ihr nehmen würdet. Als zusätzliches Detail haben wir am Kotflügel das GTX-Logo und die Heckscheiben sind dunkel getönt. Unser Testwagen kommt serienmäßig auf diese 20 Zoll Leichtmetallfelgen. Als Option
hat man drei verschiedene 21 Zoll Felgen zur Auswahl. Ich finde, diese Felgen passen gut zum Fahrzeug, aber ich persönlich würde die Navic 21 Zoll Felgen nehmen, damit es von der Seite noch sportlicher aussieht. Schreibt es mir in den Kommentaren, welche Felgen ihr nehmen würdet. Hinten am Fahrzeug haben wir die durchgezogenen LED-Rückleuchten und hier haben wir die dynamischen Blinker. Was auch ein typisches Merkmal ist für den ID.5 neben der Coupé-Form, ist hier der Heckspoiler. Dadurch wirkt das Heck einmal viel sportlicher und es verbessert die Aerodynamik. Laut VW liegt insgesamt der CW-Wert bei 0,26. An der Heckklappe haben wir den GTX-Schriftzug und hier befindet sich die außenstehende Rückfahrkamera. Und jetzt sprechen wir mal kurz über den Kofferraum. Das Kofferraumvolumen beträgt 549 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis zu 1561 Liter. Hier haben wir einen extra Fach für unsere Ladekabeln und der Kofferraumboden ist absenkbar. Per Knopfdruck könnt ihr ganz entspannt die Heckklappe wieder schließen. Wer den ID.5 als Zugfahrzeug nutzen möchte, dann habe ich folgende Info. Und zwar bei einem ungebremsten Hänger liegt die Anhängelast bei 750 Kilogramm, bei einem gebremsten Hänger bis zu 1200 Kilogramm. Bevor es mit dem Innenraum weitergeht, zeige ich euch erstmal das Keyless Start. Also den Schlüssel könnt ihr ganz entspannt in der Hosentasche lassen. Und dann gehen wir mal auf das Fahrzeug zu. Okay. Ich werde schon vom Fahrzeug herzlich begrüßt, geht von alleine auf und dann steigen wir mal ein. Im Prinzip können wir auch schon gleich losfahren. Jetzt werde ich hier herzlich einmal begrüßt. Dann drücken wir einmal hier auf das Bremspedal und dann schalten wir einmal auf D um und können dann im Grunde genommen losfahren. Dann stellen wir uns jetzt vor, dass wir aussteigen wollen. Okay. Ich werde jetzt vom Fahrzeug verabschiedet und dann steigen wir mal aus. Dann ertönt hier einmal ein Jingle. So, drücken wir mal hier drauf. Na? Okay, jetzt geht es. Und dementsprechend könnt ihr ganz entspannt das Fahrzeug schlüssellos wieder verriegeln. Jetzt sprechen wir mal kurz über den Innenraum. Hier gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Es ist im Grunde genommen genau das gleiche Cockpit wie beim ID.4. GTX-spezifisch ist das Interieur in Blau gehalten, inklusive die roten Kontrastnähte. Aber auch haptisch fühlt sich das Armaturenbrett gut an. Unten haben wir jedoch Hartkunststoff. Die Türverkleidung ist ebenfalls in Blau gehalten und haben auch hier die roten Akzente. Von der Haptik her fühlt es sich oben weich an, unten haben wir jedoch Hartkunststoff. Wir haben hier die schönen Sportsitze in einer Lederstoffkombi und finden auch hier die roten Kontrastnähte wieder. Als zusätzliches Detail haben wir hier das GTX-Logo. Ansonsten sind die Sitze ganz bequem und bieten bei sportlicher Fahrweise einen ordentlichen Seitenhalt. So Freunde, ich habe mich hier hinten reingesetzt, also ich muss sagen, wir haben hier hinten ein sehr gutes Platzangebot. Der Vordersitz ist auf meine Körpergröße abgestimmt. Ich bin circa 1,80 groß und habe hier hinten einmal genügend Beinfreiheit. Ich kann meine Beine richtig schön ausstrecken und trotz der coupéhaften Form, muss ich sagen, habe ich hier hinten genügend Kopffreiheit. An den Vordersitzen haben wir hier extra Fächer, zum Beispiel für Zeitschriften oder für Notebooks. Und sollten eure Mitfahrer durstig sein, dann haben wir hier drei Cupholder. Den mittleren Sitz kann man umklappen, wenn man zum Beispiel irgendwas Langes transportieren möchte. Unser ID.5 hat eine 3-Zonen-Klimaautomatik verbaut. Wir können hier einmal die Temperatur einstellen. Darüber haben wir zwei USB-C-Anschlüsse. Unser Testwagen hat das Designpaket Plus und haben somit das große Panoramadach verbaut. Ich persönlich finde es ganz cool, dadurch wirkt der Innenraum um einiges heller. Die Mittelkonsole wirkt sehr clean und aufgeräumt und haben hier die zwei geteilten Flugzeugarmlehnen.
Darunter haben wir einen Extrafach mit zwei USB-C-Anschlüsse und eine Ablagefläche mit einer induktiven Ladestation. Und sollte man selber als Fahrer durstig sein, dann haben wir auch hier zwei Cupholder. Dann sprechen wir mal kurz über das Infotainment-System. Unser Testwagen hat das Infotainment-Paket Plus und haben somit das größere 12 Zoll Touch-Display verbaut. In der Serie hat man den kleineren 10 Zoll Display. Über Apple CarPlay oder Android Auto könnt ihr euren Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden. Leider ist zurzeit das Infotainment-Paket Plus im Konfigurator nicht vorhanden, vielleicht kommt es ja noch irgendwann wieder. Alles kann ich euch natürlich nicht zeigen, dafür ist das Infotainment-System ziemlich umfangreich. Was ich euch jedoch zeigen möchte, sind die ganzen Basic-Sachen, wie zum Beispiel hier über die Mitte können wir die Lautstärke regulieren. Wir können hier einmal von links nach rechts oder von rechts nach links wischen. Oder hier antippen, je nachdem wie man möchte. Und hier links in meinem Falle können wir einmal die Temperatur einstellen. Dann gehen wir hier einmal auf Klima. Hier können wir einmal die Klimaautomatik bedienen. Über die Smart Climate können wir zum Beispiel spezifisch unsere Hände wärmen lassen. Wobei wir haben jetzt Sommer. Ich würde mal sagen, nehmen wir lieber Füße kühlen zum Beispiel. Genau, Classic Climate sind die klassischen Einstellungen, die man so kennt. Wie zum Beispiel Sitzheizung einstellen oder die Temperatur. Und die Aircare sorgt für saubere Luft im Innenraum. Dann gehen wir mal einmal auf Fahrzeug. Hier können wir einmal unsere Verbräuche ablesen, wie zum Beispiel Abstart, Ablangzeit oder Abladen. Dann einmal hier den Fahrzeugstatus, das sieht soweit alles ganz gut aus, wunderbar, so muss es auch sein. Und dann können wir hier alles Mögliche einstellen, wie wir es gerne haben möchten. Das sind erstmal alles so die Außeneinstellungen, nenne ich das jetzt mal. Und dann switchen wir einmal auf Innen und hier haben wir dann die ganzen Inneneinstellungen. Neben der Touch-Bedienung haben wir auch eine Sprachsteuerung. Am besten blende ich euch mal zwei Beispielkommandos ein. Hallo ID. Bitte stell die Sitzheizung auf Stufe 2 ein. Alles klar. Hallo ID. Mir ist kalt. In Ordnung. Vorn links wird es gleich wärmer. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Fahrmodi. Genau, als cooles Detail verändert sich je nach Fahrmodi das Hintergrundbild. Ich persönlich war hauptsächlich im Eco- und im Sportmodus unterwegs gewesen. Mehr dazu beim Fahreindruck. Wir haben hier eine 360-Grad-Kamera verbaut. Die Bildauflösung finde ich scharf. Ihr könnt beliebig die Ansicht so ändern, wie ihr es gerne haben möchtet. Was ich auch ganz gut finde, sowohl die Heck- und die Frontkamera drehen sich beim Lenken mit, um das Ein- und Ausparken zu erleichtern. Wir haben hier serienmäßig die Ambientenbeleuchtung. Es gibt 5 voreingestellte Farben. Ansonsten könnt ihr im Individualmode bis zu 30 Farben miteinander kombinieren. Ich persönlich hatte am liebsten die rot-blaue Kombi, da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Aber ich finde generell, so Nachtfahrt mit Ambientenbeleuchtung ist schon eine feine Sache. Unter Laden können wir den aktuellen Ladezustand ablesen, inklusive die Reichweite. Wir können einstellen, bis zu wie viel Prozent der Akku aufgeladen werden soll. So. Okay. Laut Hersteller wird empfohlen, bis zu 80% aufzuladen, um den Akku zu schonen. Aber wenn man etwas weitere Strecken fährt, dann kann man schon mal bis zu 100% mal laden. Hier oben sehen wir die Zeit, wie lange das noch dauert. Wir haben jetzt gerade hier 9.11 Uhr und um 9.50 Uhr, das heißt, ja, 9 Minuten vor 10 ist es dann fertig. Und das gleiche können wir auch hier am Fahrerdisplay ablesen. Dann sprechen wir mal kurz über das Lenkrad. Die untere Speiche ist abgeflacht und hier haben wir als Detail einmal das GTX-Logo inklusive einer roten Applikation. Insgesamt ist es übersichtlich und einfach zu bedienen und wie beim ID.4 haben wir hier keine haptischen Knöpfe mehr, sondern Touch-Bedienungen. Auf der linken Seite steuern wir hauptsächlich die Assistenzsysteme und über die Mode können wir einmal von links nach rechts wechseln. Dann können wir einmal hier einstellen, ob wir den Geschwindigkeitsbegrenzer haben wollen oder das ACC.
Auf der rechten Seite können wir einmal die Lautstärke regulieren. Entweder können wir von links nach rechts wischen oder hier ganz klassisch hier drauf drücken. Genau. Und wir können hier zwischen den Songs hin und her wechseln. Über die View können wir hier am Fahrerdisplay einmal die Ansicht ändern. Ansonsten wird über das Fahrerdisplay ganz klassisch die Basic-Sachen angezeigt. Das heißt, hier sehen wir einmal die aktuelle Reichweite und wie viel der Akku noch drauf hat. Aber auch haptisch liegt das Lenkrad gut in der Hand und lässt sich gut anfassen. Links neben dem Lenkrad haben wir ebenfalls Touch-Bedienungen, zum Beispiel für die Scheinwerfereinstellungen. Jetzt machen wir weiter mit dem Fahreindruck. Kommen wir jetzt mal endlich zum Fahreindruck. Das Fahrzeug können wir per Start-Stopp-Knopf starten. Im Grunde genommen brauchen wir den Knopf nicht, denn wie schon bereits erwähnt, einfach auf das Bremspedal treten und den Schalter umlegen. Ich persönlich war hauptsächlich im B-Modus unterwegs gewesen, das ist der sogenannte One-Pedal-Mode. Ansonsten ein paar allgemeine Dinge, der Innenraum ist gut gedämmt, man hört kaum die Außengeräusche und ich finde, wir haben trotz der Coupé-Form eine gute Rundumsicht. Die Heckscheiben sind logischerweise etwas schmaler als beim ID.4 und der Heckspoiler hat meiner Meinung nach die Sicht leicht eingeschränkt, aber ansonsten kam ich gut zurecht. Zur Not haben wir ja noch die 360-Grad-Kamera und den Totwinkelassistenten, die uns ein wenig unter die Arme greifen. Im Eco-Modus ist die Lenkung leichtgängig, aber trotzdem präzise. Ich greife schon mal vorweg, unser ID.5 hat das Sportpaket Plus und haben somit das Adaptivfahrwerk verbaut. Ich finde, es dämpft die Bodenwellen gut weg. So Leute, wir haben zwar gerade nicht die besten Bedingungen, aber wir machen trotzdem einen kleinen Beschleunigungstest. Fangen wir erstmal im Eco-Modus an und let's go! Eco-Modus war der Elektropunch schon minimal spürbar. Es ist eher ein sanftes Beschleunigen, aber es geht trotzdem ordentlich nach vorne. Ist für den Alltag vollkommen ausreichend. Sprechen wir mal kurz über den Verbrauch. Der Testverbrauch lag bei 21,9 bis 23,7 Kilowattstunden. Das finde ich soweit okay, wenn man bedenkt, dass ich zwischendurch etwas flotter gefahren bin, inklusive die Autobahnfahrten. Bei jedem Bremsvorgang oder wenn ich vom Gas runtergehe, wird der Akku durch die Rekuperation aufgeladen. Im Sportmodus dagegen ist die Lenkung direkter und die Gasannahme ist sensibler. Das Fahrwerk ist straffer abgestimmt und der GTX liegt gut auf der Straße. Ich muss sagen, trotz des hohen Gewichts fährt es sich agil in den Kurven. So, dann wechseln wir mal von Eco in den Sportmodus. Und ich würde mal sagen, let's go! Also im Sportmodus war der Elektropunch schon deutlich spürbarer als im Eco-Modus. Es geht viel geschmeidiger nach vorne. Natürlich war jetzt die Beschleunigung jetzt nicht so brutal, aber ich kann euch versichern, gerade aus dem Stand heraus merkt man schon deutlich den sogenannten Elektropunch. Um den Fahreindruck abzurunden, die Assistenzsysteme wie zum Beispiel das ACC tragen zum Fahrkomfort bei. Dann haben wir hier das Head-Up-Display mit der Augmented Reality, die Fahrbahn wird beleuchtet oder der Abstand zum Vordermann wird angezeigt. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit, also kurz zusammengefasst, wir haben hier quasi einen ID.4 als Coupé, denn bis auf das Heck ist bei der GTX-Variante alles gleich. Auch vom Fahren her habe ich persönlich keinen Unterschied gegenüber dem ID.4 GTX gemerkt.
Dementsprechend kann man die berechtigte Frage stellen, Mensch, lohnt sich denn der Aufpreis von 3.200 Euro gegenüber dem ID.4? Ich würde sagen, die Entscheidung überlasse ich jedem selbst, denn am Ende ist das alles nur Geschmackssache. Ich selber würde eher zum ID.5 tendieren, da mir der Coupé-Look deutlich mehr zusagt als die klassische SUV-Form und ich finde, es passt besser zum sportlichen Label. Und der Fahrspaß ist auch bei dieser GTX-Variante vorhanden. Wie es sich fährt, habe ich ja schon ausführlich beim Fahreindruck gesagt, dementsprechend sprechen wir nochmal kurz über die Reichweite. Die Reichweite nach WLTP liegt bei ca. 484 km, in der Praxis lag die Reichweite bei 430 km bei voller Ladung, als ich den Wagen abgeholt habe. Ich persönlich kam mit der Reichweite gut zurecht, am Ende ist es wie bei den Verbrennern auch, die Reichweite ist abhängig von der Fahrweise. Wie weit ich tatsächlich kommen würde, da müsste ich den ID.5 nochmal für einen Langzeittest bekommen. Im Großen und Ganzen hat mir der ID.5 sehr gut gefallen, aber jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie findet ihr den ID.5 und würdet ihr den ID.5 nehmen oder den ID.4? Eure Antwort in den Kommentaren. Zum Vergleich guckt euch gerne meine Review über den ID.4 an. Ansonsten, wenn ihr den ID.5 GTX selber erleben wollt, dann schaut nach Blomberg bei Autohaus Hache vorbei und lasst liebe Grüße von mir da. Alles klar, Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein!